So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Star World. Das letzte Mal. Haben wir den Keller entdeckt erstmal überhaupt und da festgestellt, dass dort die Welt 6 ist und da wollen wir erstmal weitermachen, bevor wir uns um Welt 7, 8, 9 und so weiter kümmern. Und dort haben wir auch schon ein paar Sterne gesammelt. Und letztendlich dann den einen Stern Breakthrough the Floor. Zwar entdeckt, wo er ist, aber ihn noch nicht bekommen, weil ich kein Glück habe. Das ist leider eine traurige Wahrheit. Außerdem haben wir einen anderen Stern entdeckt, von dem wir noch nicht so ganz wissen, wie wir rankommen, aber gut. Das wird sich wahrscheinlich noch ergeben, irgendwann. Nun ja, so. Denn dieser Stern ist unglaublich nett und überhaupt nicht gemein oder so. Ich hab's geahnt. Da oben sind nämlich Platten, die man kaputt machen muss. Nur dass unter jeweils einer Platte der Weg weitergeht und unter allen anderen Lava ist. Das ist unglaublich nett und freundlich. Und ja. Ich habe mich sehr gefreut. So, hier war der weiterführende Weg. So, und dann war hier Lava und hier war Lava. Die wissen wir. Was ist hier? Da, natürlich. Natürlich ist da der Weg. Natürlich. Warum auch nicht? Warum denn auch nicht? Precision Swimming. So. Was ist das jetzt für ein Stern? Ach, das kann jetzt eigentlich nur noch der sein, wo dieses kaputt. Ja, das kann jetzt nur noch der Stern sein, wo man die Kanonen zu dieser Wand steuern muss. Oh Gott. Denn der letzte ist ja dann die roten Münzen. Okay, dann gucken wir uns mal jetzt nochmal diesen Kanonenabschnitt an. Und ich hoffe ja, dass da jetzt irgendwas anders ist als das letzte Mal, sonst wird das wieder eine Weile dauern, bis wir das haben. Denn dann weiß ich nicht wirklich, wie ich da zurechtkommen soll. Ich bin gespannt. So. Jetzt weiß ich auch, dass die grüne Kappe hier, die wäre natürlich eigentlich dafür gewesen, für dieses The X Marks the Spot Stern-Ding. Aber das haben wir uns ja anders geholt. Weil das genauso gut auf die Beschreibung vom ersten Stern gepasst hätte. Naja, was soll's. Ich überlege auch schon die 100 Münzen. Müssen wir natürlich mit den roten Münzen dann zusammen machen, das ist ja ganz klar. Ich überlege nur, ob ich denn hier genug Münzen zusammenkriege ohne die blauen Münzen. Die sind ja auch wieder ziemlich blöd. Oh, was? Auf einmal ist hier offen. Ach, so. Auf einmal ist da einfach offen. Man muss hier durch, ohne getroffen zu werden. Aber das geht. Das ist nicht so schwer. Nö, das geht. Prima. Jetzt ist da einfach offen. Das ist doch dumm. Dann mach doch da nicht so einen Riss hin, der andeutet, dass da irgendwas ist. So wie hier, vielleicht ist das auch einfach irgendwann offen. Aber das geht auch. Ich weiß nicht. Vielleicht muss ich da, wie gesagt, mit der Stahlkappe hin. Aber wie komme ich am schnellsten mit der Stahlkappe? Komm, wir probieren das jetzt einfach mal. Ich müsste doch mit der Stahlkappe. Ist dafür vielleicht der Weg durch die Röhre? Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Nee, ich glaube, das mit der Röhre, das war für was anderes. Lauf, Mario, lauf! Wenn du noch nie gelaufen bist. So, komme ich jetzt da hoch? Natürlich nicht. Natürlich komme ich da dann nicht hoch. Okay. Nee, dann weiß ich noch nicht, wie man da hinten durchbricht. Oh! Was denn da oben?
Moment. Jetzt habe ich schon gefunden, jetzt will ich es auch rausfinden. Oh, ist das gemein. Ah, da komme ich mit einem, okay. Dann ist es wahrscheinlich nur ein Leben. Na, keine Lags bitte. Ja, Leben. Ah, das können wir gerade eh gut gebrauchen. Das passt. So, was bist du für eine Kiste? Kann ich dich verschieben? Ja. Super. Das muss doch irgendeine Bewandtnis haben, dieses Ding. Das hier geht auch nicht. Ist mir gerade eingefallen, diese Attacke gab es ja auch mal. Aber das geht alles nicht. Keine Ahnung, was das ist. Wir werden es noch rausfinden. Irgendwann vielleicht. Ja, Red Coins of the Deep. Die letzten zwei Sterne fehlen uns noch. Das wären einmal die 100 Münzen und einmal die roten. Und wir holen uns erstmal ganz viele Münzen. So, hier waren doch irgendwo Goombas. Yes. Goomba. Goomba. Wie gesagt, ich würde es ganz gerne ohne den blauen Schalter schaffen. Das wäre schön. Komm du mal her. Hier. Kriege ich den unter Wasser, über Wasser? Ich glaube nicht. Wir werden sehen. Vielleicht schaffe ich es auch. Hui! Ja, pff. Hui! Jawohl! Sogar hervorragend. Gut. Denn mehr Sterne, mehr Münzen sind, mehr Münzen sind, mehr Münzen sind, mehr Münzen. Würde ein Funk Royal sagen. So. Weiter geht's. Waren da Münzen noch? Ich sehe nichts. Nein. Waren hier unten Münzen? Vielleicht hier irgendwas Wertvolles drin, Leben oder so. Geh mal auf. Oh! Bringt mir jetzt allerdings auch nicht so viel. Pff. Wozu ist jetzt da ein Panzer? Es bringt einem ja wirklich nichts. Aber okay. Hallöchen. Hui. Jetzt sind mir die Münzen allerdings abhanden gekommen. Nuhu. Münze. Münze. Danke. Die andere kriege ich noch. Nein, die ist weg. Gut. Egal. 23 haben wir. Ein Viertel. Dann machen wir hier mal ein bisschen Karambo. Karambo, Karacho. Whatever. Ein Whisky. So. Mehr Geld. Wo ist die Goomba-Münze da? Hier oben war auch noch ein Goomba, oder? Oder? Jawohl. Sehr schön. Mach dich mal weg. Sehr schön, Nummer 2. Hier ist nichts mehr. Gut. Dann nach drüben. Mehr Münzen. So. Na. So. So. Dann schauen wir mal, wie viel wir mit dem blauen Schalter zusammenbekommen. Ich fürchte ja nicht sehr viele. Ja. Um nicht zu sagen, keine einzige. Scheiße. Ich hoffe, wir brauchen den blauen Schalter nicht. Ich hoffe, wir brauchen den blauen Schalter nicht. Das täte mich sehr freuen. Alles andere täte mich sehr traurig machen. So, in der Kiste da waren, glaube ich, keine Münzen drin. Gut. Gut, dass ich nie auf das höre, was ich glaube. Das ist, kann ich echt froh sein. So, dann sammeln wir mal die roten Münzen ein. Ah, halt. Denn die kommen im nächsten Abschnitt. Dann haben wir ja schon fast die 100 zusammen, das sollte passen. Ein paar Münzen gibt es ja noch überall. So, 5er-Reihen gibt es auch noch ein paar. Das sollte schon laufen. Das sollte laufen. So. Zack. Genau hier. Wir können ja, wenn wir... also wir können ja dann aufhören, sodass es zusammen... Ach, was will ich... Was wollte ich sagen? Ich kann reden.
Oh, das ist eine fiese Münze. Lass mich in Ruhe, Strudel, lass mich in Ruhe. Ich wollte sagen, wir können ja aufhören, wenn wir so viele Münzen haben, dass mit der letzten roten Münze auch der Stern auftaucht, der 100-Münzen-Stern. Dann hätte ich auch die Garantie, dass ich den Stern bekomme. Ich glaube nämlich, wenn ich den hier dann in so einem Ding am Ende einsammeln würde, wäre das nicht so geil. Glaube ich. Bin ich mir ziemlich sicher. So, da oben war noch eine drin. Im Schiff war noch eine drin. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Gut. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Ah, eine fehlt noch. Also, es fehlen noch zwei, aber von einer weiß ich gerade sicher, wo sie ist. Und die andere muss ich ein bisschen gucken. Habe ich jetzt die Münzen hier auf der Röhre? Die habe ich. Okay. Da ist noch eine. Gut, dann haben wir sie alle. Dann haben wir alle zusammen. Wie gesagt, da drin ist die letzte. Das heißt, ich würde gerne mit 98 Münzen die letzte dann einsammeln. Dafür müssten wir aber erstmal 98 Münzen zusammenkriegen. Brauchen wir noch ein paar Münzen hier? Sind hier oben denn noch ein paar Münzen versteckt? Nein. Ich hoffe, da unten waren noch ein paar Münzen. Sonst haben wir echt ein Problem. War hier bitte noch eine Münzreihe? Danke. Okay, zwei Münzen. Zwei. Waren hier unten irgendwo Münzen? Hat er hier echt keine Münzreihe hingesetzt? Oh, fuck. Den Stern, da darf ich nicht einsammeln. Sieht man den überhaupt noch? Ne, man sieht ihn gar nicht mehr so wirklich. Oh, fuck. Doch, doch, hier oben waren zwei. Hier oben waren jeweils zwei. Okay. Gut. Gut, Plan aufgegangen. Oh, Jesus. Ja, jetzt ist wieder kaputt. Jetzt ist hier wieder zu, natürlich. Das ist echt dumm gewesen. Das hat mich in die Irre geleitet. Ich dachte, ich muss schlimme Dinge tun. Dabei musste ich das gar nicht. Dafür musste ich andere schlimme Dinge tun. So. Die war nämlich hier die letzte rote Münze. Na, das sollte doch so passen, dass wir den Stern kriegen, auf jeden Fall. Yes! Der ist auf jeden Fall erreichbar. Sehr gut. Noch ein Doppelstern. Für mich. Na. Na. Danke. Here we go! Jawohl! Und den 100 rote Münzen Stern, ja. In Zukunft sind in einer Welt 100 rote Münzen versteckt. So! Und aus dem Unterwasserschiff verabschieden wir uns dann auch von Welt 6. Damit haben wir uns jetzt lang genug rumgeschlagen und wir wollen uns in die Wüste begeben. Zur wütenden Sonne. Ob ich dahin will, ist noch die andere Frage, aber ich würde trotzdem gerne, was es mit diesem verdammten Riss hier auf sich hat. Aber ich komme auch mit dem Ding hier nicht vor. Naja, wir werden das irgendwann herausgefunden haben, vielleicht. Vielleicht. Wir werden sehen. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nö. Na gut, wie gesagt, gehen wir hier rein. Das ist die nächste Welt. Hier sind Münzen. Yay. Welt 7. Cooper Canyon. Und hier gibt es offensichtlich tatsächlich die... Oh, ich habe gar nicht auf die Musik geachtet in der letzten Welt. Fällt mir gerade so auf. Okay. Ich sehe die wütende Sonne noch nicht. Das ist mir auch ganz recht so. Ich hoffe auch, dass sie nicht so funktioniert wie in SMB 3. Hier sind wieder schön viele Münzen. Gehe ich hier unter oder kann ich hier stehen? Nein, das ist ganz normal. Oh, lol. Ihr seht ja cool aus. Hier sieht er cool aus. So, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Da ist auch eine Yoshi-Coin. Die gibt es also nicht nur in der Bowser-Stage. Okay. Yoshi-Coins.
So, wir gehen einfach mal hier rüber. Keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist, aber ist ja auch egal. Zu Beginn einer Stage ist jeder Weg der richtige Weg, denn jeder Weg führt irgendwie... Moment, hier muss ich... jeder Weg führt irgendwie zu einem Stern, wollte ich sagen. Und da geht's auch schon bergab. Okay, das ist allerdings kein Treibsand. Ich dachte, das ist Treibsand. Das ist kein Insta-Death. Das ist gut. Nur so ein bisschen. Sowas Ähnliches. Ich kann hier also rumschüpfen, wie ich lustig bin. Das ist gut. Ah, das ist sowas. Okay. Ja gut, dann machen wir das erstmal, wenn wir schon hier sind. So. Super. Zum Glück ist das hier kein... Ich dachte, das ist echter Treibsand. Aber das ist alles... Alles akzeptables Zeug. Jetzt muss ich nur den Ding da in der Mitte erwischen. Danke. Gut, machen wir den erst. Wie hieß der? Ich bin gespannt. Wie hieß der? Sinky Spiral Cave. Jawohl. Bei 65 habe ich genug Power, um die Star Road zu aktivieren. Da wollen wir noch nicht hin. So, was sind das hier eigentlich für komische... Ach, das sind Pflanzen einfach. Nice. So, gib mir mal deinen Panzer, Kollege. Kollege? Oh, du gibst mir gar keinen Panzer. Du bist einfach so ein Vieh. Jetzt bin ich da runtergelandet. Da wollte ich nicht hin. Da komme ich nicht mal raus. Na gut. Dann schwimmen wir halt erstmal eine Runde hier entlang. Das ist auch in Ordnung. Da ist eine rote Münze da oben. Die habe ich schon mal gesehen. Ach, hier ist nichts. Da ist nichts. Okay. Dann muss ich jetzt hier aber wieder raus irgendwie. Gut, wir schwimmen hier nicht raus. Aber hier. Yes. Ich bin frei. Gut, hier ist eine rote Münze. Merken. Interessiert uns jetzt noch nicht. Die Bohne! Okay, ich wollte aber ihr hier entlang schwimmen. Das heißt, wir schwimmen jetzt hier einfach mal weiter. Gar kein Problem. Und da ist... Oh, normaler Ausgang. Mit vielen Münzen. Moment, hier kann man rein. Hier kann man rein. Was ist denn da? Nichts. Hier kann man doch nicht rein. Gut. Haben wir das geklärt? Bin ich ja froh, dass wir das klären konnten. Würdest du bitte aussteigen? Danke. Gut. Ah, hier wird dann der rote Münzenstern auftauchen. Ist doch auch schon mal schön zu wissen. Und dann sind wir wieder hier vorne. Okay. Das war also die kleine Rundtour. Dann können wir jetzt auch hier hoch. Hier kann ich wahrscheinlich nur hochklettern. Also nur hochkrabbeln. Das ist nämlich zu steil. Beziehungsweise wir versuchen erstmal den hier. Na, ich meine, da ist was. Da komme ich hoch. Das sind Münzen. Wobei ich da vielleicht auch einfach nur runterkomme. Das kann natürlich auch gut sein. Gehen wir mal hier hoch. So, das Ding haben wir schon von unten so ein bisschen gesehen. Da ist noch eine rote Münze. Okay. Also die sind hier ziemlich einfach verstreut. Nicht nach einer bestimmten... Ach so, und hier kann ich runterrutschen. Okay. Na schön. Hier kann ich hoch. Da ist die Angry Sun. Oh Gott! Okay. Was? Oh! Was war das denn gerade? Okay. Das hat sich interessant angefühlt, das Hochlaufen. Aber es hat ja funktioniert. Gut.
Haben uns schon 2 Sterne in der Pyramide geholt. Machen wir das nächste Mal hier weiter. Danke fürs Zuschauen und tschüss.